Endspurt, ja Mann, Endspurt. Auch kann ich schon immer sitzen. Okay, aber das lasse ich mir jetzt nicht entgehen. Jetzt bin ich schon gespannt. Champion, der Arcanerat ist da. Er hat die Zusammenarbeit mit Jormark überdacht und wäre nun gewillt, mit uns zu kooperieren. Komm rasch. Komm rasch. Okay. Ich eile. Täuscht euch nicht. Unsere Priorität ist Primordus Tod. Wir hatten nie vor, zur Grausamkeit der Gefrorenen beizutragen. Wir haben alle Fehler gemacht. Wir dürfen bloß nicht noch mehr machen. Kommandeur, wir haben einen Plan. Oder den Anfang von einem. Zuerst einmal, Braham und die Geister der Wildnis haben geholfen, die Chancen auszugleichen. Die Kräfte des Feuers und des Eises treffen immer öfter aufeinander. Die Zahl der Todesopfer steigt rapide. Es wird nur noch schlimmer werden. Es hat Sichtungen gegeben von Braham, wie er Scharen von Zerstörern anführt. Oh, gruselig. Ich habe gesehen, wie er mit dem Feuer zu kämpfen hatte. Mit sich selbst. Er bekam beides zwar unter Kontrolle, aber... Je länger Braham an Primordus gebunden ist, desto mehr wird er integriert, bis nichts mehr von ihm übrig ist. Sein Opfer ist ein Wagnis. Aber welche Wahl haben wir denn? Timmy, können wir uns darauf verlassen, dass Primordus auftaucht? Die Forschung besagt, dass unter jedem Ort, wo Gefrorene auftauchten, eine kraftvolle Leylinie lag. Findet genau heraus, wo sich die Leylinien kreuzen und lockt die Drachen dorthin. Wenn wir das tun, boom, dann stoßen sie gezwungenermaßen zusammen. Unsere Modelle haben enthüllt, dass Altdrachen sich nicht nur zu Leylinien hingezogen fühlen, das wissen sie mal schon, buchstäblich ne? magisch verknüpft mit ihnen. Kein Ruf oder Duft. Doch es ist, als zögert es mich hin. Ein Band. Ich vermute, es zieht in beide Richtungen. Wie können wir die Richtung von Magie ändern? Wie ändert man die Form des Lichts? Oh, Prismen! Wenn Aurene ihre prismatischen Kräfte zur Umleitung der Magie nutzt... Kann ich die Leylinie anzapfen und Jormok und Primordus von jeder Magie abschneiden, die nicht ihre eigene ist? Und warum genau haben wir das nicht schon längst getan? Ja. Das ist eine letzte Möglichkeit. Es gibt keine zweite Chance. Aurene, wollt ihr euch ganz sicher, einmischen? Braham lief freiwillig ins Feuer. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Je länger ich warte, desto mehr Schlupflöcher findet Jormark. Ich glaube noch immer an das Gleichgewicht. Vielleicht könnte ich dem Gleichgewicht einfach einen Schubs geben. Unser Plan könnte sogar Brahams Chancen steigern, die, nennen wir es mal, Nachwirkungen zu überleben. Dann an die Arbeit. Ihr habt den letzten Beherrschungsrang als Drachentöterin freigeschaltet. Okay, begebt euch zum Schlachtfeld. Auf geht's! Habe ich genug Platz in meinen Taschen? Ja, das reicht, das reicht, das reicht. Den großen Loot, den muss ich schon einpacken. So, ja, ich lasse ihn doch nicht liegen. Die Truppen stehen im Feld und warten auf eure Befehle, Kommandeur. Ja. Ich bring euch hin. Gebt einfach Bescheid. Okay, Gorik. Ein neuer Tag, ein neuer Drache. Nicht wahr, Kommandeur? Entschuldigung. Wir sind im Moment alle ein wenig nervös. Entspannt euch, Gorik. Lasst uns den Plan noch einmal durchgehen. Na, brauche ich nicht. Ich weiß, was zu tun ist. Wir müssen da, wo die Leylinen-Energie ist. Wir investieren alles, was wir haben. Hoffen wir, dass es reicht. Braucht man, das haben wir jetzt alles gehört. Bringt mich zum Schlachtfeld. Oh, geil. Oh, jetzt bin ich gespannt.
Wahrscheinlich werden beide gleichzeitig einfach sterben. Aber der Brahim überlebt. Die Sache nicht leicht. Beseitigt die Feuerkäfer und macht Platz für die Prismen. Zerstört den nördlichen Layup-Zapfer. Oh. Oh mein Gott! Ja, gleich wieder zurück, genau. Witzig, wo kommen wir denn da überall hin? Okay, okay, gut. Wir greifen von hinten an. Da erwarten sie uns nicht, liebe Leute. Kann einfach von da unten. Oh, jetzt ist der schon tot. Okay. Okay, drauf. Geh nur auf den Abzapfer. Dieses Wort. Abzapfer. Ist er down? Ja, er ist zerstört. Sichern. Gebiet sichern. Falle ist platziert. Ihr könnt jetzt mal helfen, wenn ihr wollt, da drüben, ne? Also so ist es nicht. Nicht? Okay. Na gut, dann halt nicht. Ah. Prismen bereit zur Landung, Kommandeur. Das Gebiet ist geräumt, Cave. Bringt sie runter. Wir zerbrechen die Verbindung der Champions zu den Drachen. Und dann setzen wir diese Magie gegen sie ein. Was wird mit Brahim geschehen? Mit Rieland? Brahim kannte die Risiken. Ja. Wir werden einfach sehen, was passiert. Das kann keiner wissen. Jetzt von euch den Müll für mich wegzuräumen, Kommandeur. Seid ihr gewachsen? Ihr seht aus, als wärt ihr gewachsen. Diese ganze Energie von Jormak kann nicht gut für euch sein. Ihr habt euch einen schwachen Drachen ausgesucht, von dem ihr wusstet, dass ihr ihn kontrollieren könnt. Feindling, ich werde euch wahre Drachenkraft zeigen. Jormak hat sich noch nicht zu ihm gesellt, Champion. Du musst ihn herauslocken. Entschuldigungen haben wir lange hinter uns, Rieland. Ihr habt eure Wahl getroffen. Das hier muss ein Ende haben. Wow, 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 geil. Oh, ich bin gespannt, wann der Jormak da jetzt auftaucht. Du bist aber sehr schwach, Rieland. Den man nicht von dir erwartet.
Wenn ich mich wenigstens anfeuern will. Ja, sie stehen dann halt einfach nur da, gell. Nice, okay. Lasst ihn gehen. Wir dürfen uns nicht ablenken lassen. Was? Das lief nicht nach Plan. Lassen ihn gehen? Er wird wiederkommen. Das ist wahnsinnig. Stolz wird ihn nicht lange wegbleiben lassen. Wo er das wohl her hat. Graham. Graham, seid ihr... ihr selbst? Glaub ich nicht. Ach, Graham. Wir sind Primordus. Und jump. Ah, okay. Bin jetzt weit weg. Schön, mein Falllaser kupft. Haha. Okay, ist jetzt auch nicht so stark. Aber bin jetzt schon gespannt, was da kommt. Die ganzen Hüpfpilze und die ganzen Plattformen werden nicht umsonst da sein. Die sind gut. Ja, genau. Oh, oh, jetzt bin ich so. Wir sind Feuer. Oh Gott. War geil. Das erinnert mich an so einen Superheldenfilm, oder? Das war gerade voll... Geil! Was mir stört ist, dass der Rieland, der ist halt so... Der redet quasi normal, was der so... Und der Braham wird das so dumm dargestellt einfach, da wie mit dem... Wir sind gut, den wisst ihr so einfach so. Voll doof eigentlich.
Zustand verbessert. Komm schon. Da drüben ist der letzte. Cool, ha? Schaut schon echt cool aus. Drauf da. Da. Zustand wird besser. Okay, und jetzt? Boah, Primordus schaut halt auch richtig cool aus, gell? Überwindet die trotz Leiste der kämpfenden Champions. Mit einer Chazooka vielleicht. Achso. Und die nächste. Wir liegen nicht umsonst da. Schießt du auch, oder? Hä? Solange Jormak an die Kraft eines Champions und an die Gefrorenen gebunden ist, hält er Primordus unten. Nicht nachlassen! Wir müssen beide Champions ausschalten! Jormak töten! Okay, ich fange mit Rieland an. Zur selben Zeit. Einer ist nicht genug. Wir müssen Rieland und Braham gleichzeitig niederbringen. Ah, nee, ihr habt's gewusst. Ihr habt gewusst, dass irgendwie sowas kommt. Okay. Ich mache jetzt meinen Rieland auf der Hälfte ungefähr. So. Braham. Oh, da geht's aber mehr Action los da, hä? Huh? Er ist für den Nockkämpfer, gell? Es ist gar nicht so einfach gegen er, muss ich ehrlich sagen. Weil er sich so viel bewegt. Zustand wird besser. Hey, kannst du mal stehen bleiben, Kumpel? Das ist ja unmöglich. Ich bin tot. Ich lebe wieder. Okay. Alter, was passiert da?
aber cool. Cool gemacht alles. Ich bin gespannt, ob Braham stirbt oder so, ha? Ja, ihr wisst das ja schon, Leute. Ja, das hat echt alles möglich, gell? Boah, ist das nervig. Ist echt nervig, gegen ihn zu kämpfen. Zustand muss besser. Und nicht vergessen, sie müssen gleichzeitig sterben. Gar nicht so einfach. Okay. Man wird sicher einen kleinen Zeitpuffer haben, so ist es nicht. Denk dir mal. Das Event auch als großes echt cool. Das Gruppen-Event. Okay, Rieland kommt dran. Zustand wird Okay. So, der ist gleich hinig. Braham. Lass es geschehen, Braham. Zustand wird besser. Okay. Setzt jetzt die Prismen ein. Die Champions hängen nur noch am seidenen Faden an den Drachen. Die Drachen sind verwundbar. Jetzt gilt es. Braham, du musst sie. Welche Prismen? Was? Moment. Was? Angriff! Das da. Da muss ich hin. Da rein, wo die Pfeile sind. Hyperstrahl! Gott, dieser halt Primordus, ne? Mit ja, Mark. Wenn ich jetzt wüsste, wo mich der Pilz da hinbringt, ne? Okay, nice. Thank you.
Walddrachen. Das könnte ein, zwei Runden dauern. Bleib stark. Halt voll rein. Die Kräfte von Eis und Feuer sind verzweifelt. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie die Leylinie übernehmen. Auf dem Prachtmesser laut Primordus und Gaumann gleiche Werte erreichen. Wir sind fertig. Aber ich muss jetzt nicht wieder, dass die gleichzeitig sterben, oder? Oh ne, tut er nicht. Na, bitte nicht. Okay, sie haben nur mehr halbe Leben. Okay, jetzt mache ich zuerst den Brayhem, weil der ist so nervig. Huch! Und der Schneesturm angeflogen. Ups, oi. Jump! Oh, da war wieder raus. Okay, auch mal Heilung da. Noch nur ein bisschen noch. Oh, Jump. Ich brauche noch einen. So, stopp. Riland. Und seine Leben, die droppen einfach so viel schneller wie beim Brayhem. Okay. Ich glaube, ich halte jetzt einfach den Riland down. Ich glaube, der Brayhem geht dann auch down. Zustand wird besser. Oder? Okay, aber jetzt sind beide, oder? Okay, Brayhem, schnell geht down! Hoppla, ich habe meine Waffen aus Versehen gewechselt. So, das ist für Schrei. Ich nice, kann es okay. Fühlen, Champion. Die Verbindung ist schwach. Die Prismen sind bereit, euch näher heranzuschleudern, Kommandeur. Greift jetzt an! Aber halbe Leben, schau. Also, sie sitzen.
Er geht down. Angriff! So, dann schnell zu dem Hüpfpilz. Boah, ja, mal geschaut, wie geil er ausschaut. Okay, schnell weiter. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein kleines Zeitfenster noch ist. Man, es ist jetzt kein Timer oder so, der da läuft, aber ich mag es nicht riskieren. Nice! Bleib konzentriert. Ein letzter Schub für Graham, für uns alle. Okay, für Graham. Den Jammerlappen. Oh. Ist jetzt wirklich wie ein Superhelden-Film, gell? Es ist zu viel. Diese Kraft, sie ist so wild. Begib dich zu den Prismen. Ich komme. Halte aus, Oren. Oh Gott, oh Gott. Nein. Wir dürfen jetzt nicht nachlassen. Keines Fall. Oh nein. Oh, ich schätze, die Oren stirbt jetzt auch noch. Kanalisierung. Oh mein Gott, wir sind die Power Rangers! Champion, ich ziehe dich zurück! Wer gewinnt? Es ist getan, Champion. Ah, ich komm da nicht hin. Wo sind sie jetzt? Alter, das hat ja mal richtig geil ausgeschaut, hey. Wie der Jahrmarken Primordus das Maul da aufgehalten hat und dann einfach da rein spuckt hat. Okay. Ende des Champions. Welcher Champion? Da steht des Champions. Also es ist nur ein Champion. Rieland oder Braham? Und wir sehen da einen Rieland auf dem Büdel. Sucht nach Überlebenden. Ist jemand am Kommunikator? Hat irgendwer Braham gesehen? Braham! Da ist er ja! Oh nein, er ist knockert. Oh. Es seitigt Eis. Ich bin... Das müssen wir uns genauer anschauen. Wieso bin ich nicht tot? Ihr habt es geschafft, Graham. Warum bist du knockert? Wie viele haben wir verloren? Und warum nur oben? Weniger, als wir verloren hätten, wenn ihr nicht getan hättet, was ihr getan habt. Es ist gut, Kommandeur. Ich weiß, dass ich tat, was ich tun musste. Ja? Ich brauche bloß eine Sekunde, mich zu erinnern, wer ich bin. Sind die Graham. Geister noch bei euch? Sie haben mir dabei geholfen, mich selbst zu bewahren. War nicht einfach. Sie werden Zeit brauchen, sich zu erholen. Ihr braucht Zeit, Graham. Um zu ruhen. Zu heilen. Das sagt ausgerechnet ihr, Kommandeur? Hm. Rieland, lasst es sein! Oh. Beruhigt euch! Es ist vorbei. Er lebt da. Bleibt bei ihm. Ich werde Ridlock helfen gehen. Konfrontiert Rieland. Oh, 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 falsche Richtung, Mann. Falsche Richtung, warte mal. Hä? Ups, da geht's lang. Ey, es war richtig cool, es war richtig cool jetzt. Was tut er da? Springt er jetzt von der Klippe? Es ist Zeit, sich der Gerechtigkeit der Legionen zu stellen, Rieland.
Ihr seht aus wie Squid, Junges. Jormak hat euch ganz schön zugerichtet. Ihr seid erledigt. Primordus Champion liegt im Dreck. Ihr habt keine Chance. Oh mein Gott, Riland! Da liegt überhaupt in dem Dreck. Ja, Riland ist echt, der nervt mich jetzt schon wirklich. Jetzt hat er es wirklich nicht anders verdient, wenn er jetzt stirbt. Wenn wir den jetzt am Leben lassen, wenn jetzt nur irgendwas kommt, so, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich mag den jetzt einfach umbringen, wirklich. Doch, sie hat es jetzt echt besser. Jetzt haben wir ihn noch. Komm, ich glaube, der kann nicht so viel. Dort ein bisschen ausweichen. Nichts dabei. Ausweichen! Hallo, ich bin da gar nicht drin gestanden. Hä? Warum trifft er mich? Ja Gott, jetzt hat er mich getroffen. Alles klar. So. Da, 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 da. Mei. Oi. Okay, ich bleibe im Fernkampf. Ist nicht so nervenaufreibend. Hey, glaubt ihr wirklich, dass die Drachen da jetzt tot sind? Jetzt gibt's eh bald keine Altdrachen mehr, oder? Zustand wird besser. Wen gibt's denn da noch? Ich bin jetzt in der Geschichte jetzt gar nicht so drinnen. Also sagen wir die ganzen Altdrachen und so. Ich habe mal ein Buch gekauft. Das erste Band zu Guild Wars. Ich glaube das. Wo habe ich das durchgelesen? Ich glaube schon. Aber es ist schon lang her. Hier so irgendwas, die Geister von Ascalon oder irgendwie so etwas kosten. Ihr wart nur ein Werkzeug. Seht ihr denn nicht? Sie haben euch... Niemand hat mich geformt. Ich bin mein eigener Schmied. Und bist du überhaupt nicht? Wenn Cinder euch so sehen könnte, würde sie euch ausweinen. Hat sich euer Trupp etwa dafür geopfert? Er meint, er hat sich selber das ausgesucht. Er war nur eine Marionette vom... Dingsbums da. Maltrachten da. Mann, hä? Jetzt fällt mir sein Name gar nicht ein. Ja, Mark. Zustand wird besser. Höften haben wir schon, Beideln. Ihr könnt euch nur was zum Essen und Trinken holen dann. Ganz gemütlich. Ah, bis ich da fertig bin. Die Wut ist mein. Ah, wie in jener Welt war. Also ein Tiefseedrachen gibt es noch echt. Geil. Bubbles. Oh nein, was wird es dann für eine Geschichte geben, wenn es keine Altdrachen mehr gibt in Guild Wars? Gegen wen kämpfen wir dann? Dann ist die Geschichte auserzählt oder was?
Da, voll daneben geschossen, geil. Ihr zerstört euch selbst, Junges. Ihr könnt noch immer zurückkommen. Mein Erzeuger spricht, als würde ich den Ratschlag eines kurzsichtigen Ausgebrannten annehmen, der nie den Stahl hatte, um den Imperator zu werden. Oder den meiner Erzeugerin, die sich damit zufrieden gibt, als bloßer Schatten Fangas zu leben und zu sterben. Ihr bedeutet mir nichts. Weniger als nichts. Die meint doch, dass der Riland echt so Riddler, warum liegst du am Boden? Ey, da war ein echter Orgenradius, hä? Bitte schön, eine Falle für Sie. Cthulhu, ja genau. Wir haben's gleich, Leute, wir haben's gleich. Jetzt hupft er wieder. Ja, jetzt kann ich schon auswendig sein Pattern. Da jetzt hin. Das ist neich. Das ist neich. Setzt euch und schweigt. Nee. Nee, bin... Ihr hattet alles. Stammbaum, Talent, grenzenloses Bringt's Potenzial. Doch um. Niemals begriffen. Ihr habt recht. Das habe ich nie. Ich war nie irgendein goldenes Junges. Niemand hat mir irgendwas gegeben. Ich musste es verdienen. Ihr seid nur eifersüchtig. Ich schäme mich. Schäme mich, dass ich euch gebar. Es wäre besser gewesen, euch ausbluten zu lassen und die Welt vor euch verschont zu haben. Oh mein Gott, ihr habt gewusst. Ei. Ah, okay. Oh, Glück gehabt. Das musst du nicht lauter, Ridlock. Es gibt nichts weiter zu beweisen. Ja. Er gab Riland jede Chance, das Richtige zu tun. Manchmal gibt es nichts Richtiges. Geben wir ihnen Zeit. Ja. Aber Schatz, da wollte jetzt auf die... Hurry! Auf die Grizia losgehen. Ich habe versucht, die Verwüstung zurückzuhalten. Doch aufhalten konnte ich sie nicht. Das konnte keiner von uns. Kretia und Ridlock haben heute die bestmögliche Zukunft für die Char gesichert. Daran werden sich die Legionen erinnern. All diese Kraft. Zwei Drachen. Wie fühlt ihr euch? Ich habe einen solchen Ansturm wilder Magie gespürt. Die ist so groß, dann schien einiges davon einfach durch mich hindurch zu fließen. Es gibt noch immer so vieles, was ich nicht weiß. Wartet, ihr sagt, einiges davon fehle?
Wir haben Forschungsarbeit zu erledigen. Ich bin unglaublich. Saison des Drachen abgeschlossen. 3 von 4. Die Beute der Schlacht. Ja, und was ist jetzt? Hä? Ja. Okay, die sind jetzt tot. Und was macht die Arian jetzt so den ganzen Tag? Okay, wir können nur reden mit den Leuten. Die letzten paar Tage sind sehr verschwommen. Wären die Geister nicht gewesen und ihr, dann wäre ich jetzt eine weitere Leiche auf dem Schlachtfeld. Ihr erinnert euch an gar nichts mehr? Nur kurze Augenblicke. Die Geister haben getan, was sie konnten, um Primordus daran zu hindern, mich völlig zu übernehmen. Doch das, woran ich mich erinnere, was ich getan habe. Ich glaube nicht, dass ich mir jemals werde vergeben können. Niemand sollte das. Die Prophezeiung. Achso, die Prophezeiung. Prophezeiungen haben so eine Art, zur gleichen verdammten Zeit richtig und falsch zu sein. Schätze, das hängt davon ab, wie man sie interpretiert. Wie dem auch sei, dieser Norn der Prophezeiung wird seine zweite Chance nicht vertun. Kann ich ein Cabraham kriegen? Im Moment mag ich erschöpft und in einem Zustand ewigen Selbsthasses sein. Aber das heißt nicht, dass ich nicht irgendwann die Energie aufbringe, euch den Hintern zu versohlen, Kommandeur. Lass ich mal so stehen, ne? Braham. hat es herausgefordert. Irgendwie musste Rieland aufgehalten werden. Und wenn es auf diese Weise sein muss, klingt hart, aber ist so. Jetzt warten wir alle sehnsüchtig auf den Februar. Ja, genau. So viel zum Thema Jormag und Primordus. Und nun? Genau, und nun? Ich werde langsam wieder Ordnung herstellen. Der Verlust von Almora hat alle hart getroffen. Die Wachsamen sind immer noch dabei, sich zurechtzufinden. Alle befinden sich in einem Schockzustand. Einschließlich mir. Wie geht es euch? Na, es interessiert mich. Oh, es interessiert mich. Böse. Kommandeur, diese magischen Werte haben Spitzen im roten Bereich. Unsere Ausrüstung hält das kaum aus. Und? Und? Das kann nicht gut sein. Wann immer ein Altrache stirbt, stürzt die frei werdende Magie die natürliche Ordnung ins Chaos. Und wir haben gerade dafür gesorgt, dass 2 von ihnen gleichzeitig starben. Das erfordert weitere Analysen mit Taimi. Dieses Ereignis ist ohnegleichen. Nie im Leben hätte ich damit gerechnet, dass das passieren würde. Geschweige denn, dass ich ein Teil davon sein würde. Ich muss alles aufzeichnen. Eine Freude. Wie läuft es denn so mit Garrick? Arine. Ich wollte mich ja nicht einmischen, aber es musste sein. Das Gleichgewicht brauchte einen Schubs. Wir haben es geschafft. Die Schlacht ist geschlagen, Champion. Doch unsere Arbeit ist nicht vorüber. 2 Altrachen, die gleichzeitig sterben. Ich fürchte, Tyria wird in den kommenden Tagen schwer in Mitleidenschaft gezogen werden. Macht euch für einiges gefasst und seid bereit. Wegen Rieland. Es musste getan werden. Aber das wird an Ridlocks oder Grecias Schmerz nichts ändern. Sie beide leiden, doch sein Leid ist von einem Leben voller Komplikationen umgeben. Meine Einmischung führt zu dem Ausgang. Ja. Ja. Wir verlassen diese Mäuder. Oh, ich hab's durchgespielt. Oh, ich kann nicht mehr. War fast 7 Stunden. Ja, schöne lange Beine und so muskulös. Oh, ich bin jetzt, ja, das Addon, das wird interessant, gell? Ist dann da weiter? Ich habe Post. Zum Abschluss. Ikonischer Kern des Sage. Oh. Ja, wow. Es war echt ein cooler Abschluss.
Das war echt cool, wie man da gesehen hat, wie die Drachen da gegeneinander kämpfen und da der Braham und Rieland und voll superheldenmäßig da gekämpft haben. Ja, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ich muss jetzt echt eine Pause machen. Ich muss jetzt wirklich was essen. Es ist schon 8 Uhr bald, wow. Na gut, Leute. Ich überlege da mal, wie es jetzt weitergehen könnte. Ja, wahrscheinlich da mit der Magie und so, ne? Ist jetzt zu viel Magie da irgendwie, was jetzt alles auch wieder aus dem Gleichgewicht bringt oder so. Keine Ahnung. Obwohl, Februar ist ja bald, ne? Es ist eigentlich gar nicht mehr so lang. Genau. Einen schönen Abend, meine Lieben. Und später eine gute Nacht. Und bis zum nächsten Stream, der immer spontan ist, ne? Kommt drauf an, wann im Februar. Ja, gut. Ja. Stimmt, eigentlich gar kein richtiges Datum, gell? Aber wir schaffen es, Leute. Da können wir uns auf was freuen nächstes Jahr, ne? So. Tschüss, meine lieben Leute. Bis zum nächsten Mal.